Hallo, mein Name ist Magdalene Reiter. Ich mache jetzt einen Ersatz-Talk zum Thema Open Design. Ich bin selbst Designerin und beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema der Öffnung im Design. Das Ganze hat so angefangen, ich möchte euch kurz erklären, wie ich überhaupt dazugekommen bin, damit man versteht, warum mir das überhaupt ein Anliegen ist. Es ist nämlich so, als ich selbst noch studiert habe, habe ich Produkte gemacht und mir hat das irrsinnig Spaß gemacht. Ich bin gerne Designerin, allerdings habe ich mich immer wieder gefragt, warum ich das überhaupt mache. Das ist ein Sojasoßenspender. Brauchen wir wirklich einen Sojasoßenspender? Braucht die Menschheit noch einen Sojasoßenspender? Muss er schön ausschauen? Oder will ich das nur machen, weil es mir selber gefällt? Und muss ich dann erst eine Zielgruppe erfinden dazu? Das ist alles, was mit dem Markt zusammenhängt, alles, was mit Zielgruppen zusammenhängt, mit der Vermarktung von Dingen. Das waren alles Dinge, die mich nicht besonders interessiert haben. Ich bin Designerin. Dafür gibt es natürlich Marketingmenschen, dafür gibt es natürlich die Businessmenschen. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und ich konnte auch nicht die Verantwortung tragen, dass ich mehr und mehr Produkte gestalte, die in dieser Welt entstehen und dann auch da sind und dann irgendwann auch Müll werden. Also habe ich mir überlegt, irgendwann, irgendwo zwischen jetzt und der Steinzeit muss doch mal was falsch gelaufen sein. Muss doch irgendwann mal was reingekommen sein, das mich selbst, als Designerin in diese Lage bringt, dass ich so ein kleines Rädchen werde, das nur noch funktioniert, das nur noch Produkte für andere Leute macht. Aber gar nicht mehr sich, also ich kann mich nicht mehr selbst als kreatives Wesen ausdrücken. Beziehungsweise auch wenn ich das mache, bin ich trotzdem Teil von diesem System. Und ich habe mir das System, als vor ein paar Jahren Maps sehr in waren, angeschaut und diese Map gemacht. Ich will sie jetzt nicht näher erklären. Aber es ging hauptsächlich darum, wie das Kunstsystem, die Medien und die Wirtschaft zusammenhängen. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es hier zwischen den Medien und der Wirtschaft einen Schnittpunkt gibt, wo es nur darum geht, dass Dinge verkauft werden können, und zwar exklusiv verkauft werden können, dass man einen Exklusivwert schafft, dass man patentiert, dass man sie schließt. Und genau das war für mich der Knotenpunkt, genau dort war für mich das Problem. Also wenn es darum geht, dass eine Firma etwas verkaufen muss und dann vielleicht auch wirklich erst erfinden muss, diese Not erfinden muss, dass andere Leute das kaufen. Und ich habe mich dann, wie ganz viele andere Designerinnen und Designer, geflüchtet. Und zwar, ich bin den Weg gegangen, dass ich nicht Produkte gestaltet habe, sondern Happenings, Events. Ich habe Leute zusammengebracht. Ich habe mich dafür interessiert, was passiert, wenn wir gemeinsam etwas machen. Wie zum Beispiel hier ein Stummfilmkino, das ist ein Ad-Hoc-Stummfilmkino in Venedig. Oder zum Thema Wasser, in Italien das Wasser privatisiert werden sollte, haben sehr, sehr viele Kunstkollektive zum Thema Wasserarbeiten gemacht. Und es wurde ja auch verhindert, ich weiß nicht, ob man es in Deutschland irgendwie mitbekommen hat, aber in Italien war das ein ganz, ganz großes Thema 2011. Ich habe solche Sachen gemacht, oder wie hier auch diese Ausstellung, die momentan im Kunsthaus Graz läuft, also wenn jemand von euch nach Graz kommt, gerne anschauen, wo wir als Kollektiv eingeladen wurden, um uns vorerst selber eine Werkstatt zu bauen und mit dieser Werkstatt dann einen kompletten Raum, einen riesigen Raum, den großen Raum im Kunsthaus Graz zu bespielen, und dann daraufhin wurden dann nochmal 12 Kollektive eingeladen, die diesen Raum bespielt haben. Also wo es eigentlich nur noch um dieses Miteinander geht. Und es ist ein großes Thema in der Kunst und Kultur. Aber
um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, Produkte. Was passiert mit den Produkten? Es ist schön, dass wir diese Events haben. Es ist schön, ich finde das ganz toll, dass es viele Kunstschaffende gibt, die dieses Kollaborative sehen. Aber was passiert, wenn wir wirklich wieder auf Produkte gehen? Das ist hier ein Projekt, das ich kuratiert habe in Linz. Wir haben Stühle gestaltet, die offen sein sollten. Also andere Designerinnen und Designer können kommen, sie verwenden, sie verkaufen, solange sie unseren Namen nennen. Und es ist gerade, also es ist ein ganz neues Projekt. Wir wollen damit ausprobieren, was passiert. Also was passiert, wenn man so etwas teilt? Wenn man Ideen teilt, wenn man nicht sagt, okay, ich habe die exklusiv, sondern ich teile sie. Das Problem aber bei der ganzen Sache ist, dass man das Designerinnen zuerst einmal erklären muss, dass es Vorteile hat. Denn uns wird nämlich in den Ausbildungsstätten immer wieder erklärt, du bist das Genie, du bist der Künstler, du bist die Künstlerin. Du kannst das alles machen, verkaufe deine Idee gut. Was anderes wird uns nicht gelehrt. Und also nicht, was Business anbelangt, sehr viele andere Sachen werden uns gelernt, aber was Business anbelangt, nicht. Und darum bin ich jetzt nach Berlin gekommen, mache gerade eine kleine Broschüre für Designerinnen und Designer, die es erlaubt, das ganze Thema ein bisschen niederschwelliger zu machen. Und ich habe mich dafür mit 11 Leuten in Berlin getroffen, ganz, ganz interessante Leute. Einerseits Designerinnen und Designer, andererseits Leute aus der Theorie, ich glaube, alle drei sind auch anwesend irgendwo. Und der dritte Aspekt waren Leute, die sich mit neuen Finanzierungsmodellen, mit neuen Distributionsmodellen beschäftigt haben. Und was ich herausgefunden habe, waren ganz spannende Sachen. Oder was sie erzählen, sind ganz spannende Sachen. Das eine, das habe ich schon erwähnt, das war der Ronan Kedushin, der auch das zum ersten Mal Open Design eigentlich als Begriff verwendet hat. Der meinte, es geht eigentlich immer wieder nur um das Geld zu verdienen. Wie verdiene ich mein Geld? Das wird uns gelehrt an den Universitäten. Und das Problem ist, dass er dann auch sieht, ist, dass die Studierenden eben nicht mehr Freidenker werden. Sie werden dazu erzogen, in diesem System zu funktionieren, aber nicht mehr umzusetzen, was ihre Ideen sind, was aus ihnen raussprudelt. Und er sieht das sehr pessimistisch. Er sagt, das ist ganz schlimm für Designerinnen und Designer, weil nämlich die Maker kommen, die jetzt einfach Sachen machen, die kollaborativ arbeiten, die ausprobieren. Und die Designerinnen und Designer, die spalten sich ab. Das trennt sich gerade so ein bisschen. Also man sieht dieses traditionelle Design auf der einen Seite und die Maker auf der anderen Seite. Da ist wenig Brücke zwischen den beiden. Und er meint, eigentlich wären die Designer in der Rolle, dass sie diese Revolution tragen. Aber es sind jetzt andere Leute. Also es sind teilweise die gleichen. Natürlich, wir wissen alle, viele Maker sind auch Designer, haben eine Designausbildung gemacht, haben sich aber von diesem alten System verabschiedet, sind rübergeschwappt. Leonhard Dobusch meinte dazu, dass es halt wichtig ist, dass man sich verabschiedet von dem Glauben, dass man das geistige Eigentum verkaufen muss.
er meint, dass was wirklich wichtig ist, ist eben die Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit erreicht man nicht dadurch, dass man etwas schließt, dass man etwas geheim hält, sondern ganz im Gegenteil. Die Aufmerksamkeit erhält man in einer Netzwerk, in einer netzbasierten Gesellschaft dadurch, dass man etwas öffnet, dass man etwas teilt, dass man Leute teilhaben lässt. Und das Interessante ist, dass in unserer Gesellschaft, die sich ja in den letzten 10, 15 Jahren drastisch geändert hat, es einfach wirklich wahnsinnig wichtig wird, dass man einen Namen hat. Und den erreicht man zum Beispiel durchs Internet. Zum Beispiel dadurch, dass es auch legal ist, dass Fotos geteilt werden. Wenn ich allerdings verbiete, dass meine Fotos, wenn ich sage, ich habe das absolute Copyright auf alle meine Fotos, dann ist natürlich die Schwelle viel höher, dass auf Designblogs geteilt wird und so weiter. Wenn man es runtersetzt, wenn man sagt, hey, macht, ich freue mich, ihr könnt machen, was ihr wollt damit, dann ist es viel, viel niederschwelliger. Und wir kommen dazu, Andreas Gebhardt meinte eben, und ich nehme hier dieses auskömmliche Arbeiten raus, er meinte, wir brauchen Businessmodelle, die den Nutzerinnen Höchstmaß an Freiheit geben. Darum treffen wir uns hier bei New Thinking. Aber, und das finde ich auch wichtig, Produzentinnen ein auskömmliches Arbeiten ermöglichen. Das heißt, wir müssen uns auch verabschieden von dem Gedanken, dass wir irgendwann mal richtig reich werden als Designerinnen und Designer. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir unsere Arbeit verkaufen können. Und das können wir am besten durch Dienstleistungen. Wir müssen uns, glaube ich, verabschieden davon, dass wir die Ideen verkaufen, dass wir sagen, okay, hey, ich bin ein Genie, ich weiß genau, wie es geht und ich habe einen Style, sondern es geht darum, dass wir uns vielleicht haben wir auch einen Style, vielleicht ist der auch ganz toll, vielleicht interessieren sich auch wirklich sehr viele Leute dafür, aber wir sollten eher die Dienstleistungen dazu verkaufen. Und nicht glauben, dass wir irgendwann mal so reich werden und so bekannt werden, dass wir nur noch Interviews geben müssen und nur noch von einer Vernissage zur anderen hüpfen können und uns die Leute dafür bezahlen werden. Also was sich mit Creative Commons sehr gut eben kombinieren lässt, sagt der John Weizmann, ist die Zusatzarbeit. Alles, was dann einen Mehrwert darstellt und nicht nur die Idee selbst. Pedro Vineda im Publikum, er sagt, er finanziert sich durch unterschiedliche Finanzierungsquellen. Das ist etwas, was man sehr oft sieht. Leute reden und bekommen Geld, Leute unterrichten, Leute produzieren auch Produkte. Es wird nicht mehr nur eine Finanzierungsmöglichkeit geben, sondern vielleicht muss man sich auch darauf einstellen, dass man unterschiedliche Ebenen erfüllt. Das habe ich schon gesagt, eben den genialen Autor oder die geniale Autorin, das gibt es eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ja, wir können immer nur aufbauen auf einer Gesellschaft, auf dem Wissen, das schon da ist. Wir sprechen mit Leuten, wir hören Vorträge, wir befruchten uns gegenseitig. Und in der Kunstwelt wollen wir das leider nicht so richtig wahrhaben, weil wir halt noch immer in diesem Denken drin sind, hey, wir sind die Superstars und wir sind das Genie. Es wurde uns ganz lange gelehrt, aber in Wahrheit ist es nicht so. Auch Künstlerinnen und Künstler arbeiten richtig hart, müssen sich überlegen, wie etwas funktioniert. Probieren aus, machen Sachen falsch, probieren sie nochmal, machen sie vielleicht nochmal falsch, probieren sie nochmal, machen sie vielleicht mal richtig. So passiert Kunst und auch Design. Und wir müssen uns eben wirklich mal verabschieden von dem, so, dass die Idee zu uns kommt und dann können wir sie teilen mit der Welt und werden dafür belohnt. Es ist so, dass es eigentlich ein Miteinander ist. Und wir sehr eng miteinander verwachsen sind und wir in jedem Gespräch immer wieder uns gegenseitig befruchten. Und jetzt noch
Ein wichtiges Ding, das bei den Designerinnen nicht angekommen ist, und zwar das ist Creative Commons wird einfach wirklich richtig missverstanden bei Designerinnen, und zwar dieses Copyleft. Das wird oft so interpretiert, als wäre das das Gegenteil von Copyright. Es ist einfach nicht, noch nicht da, dass es einen Mehrwert darstellt, dass ich mir aussuchen kann, unter welchen Lizenzen ich mein Produkt auch weitergeben kann. Und dass es jedes Mal wieder wichtig ist, für jedes einzelne Produkt sich zu überlegen, welche Lizenz Sinn macht. Das ist etwas, was ich Designerinnen mitgeben möchte. Interessant ist eben auch, dass man Openness, und da unterscheidet sich eigentlich Open von DIY, meiner Meinung nach, weil DIY zeigt anderen Leuten, wie sie es machen können. Aber Open heißt einfach nur, dass man Zugang dazu hat. Und es müssen nicht alle jetzt selber ihre Tische bauen. Sollen nicht alle selber ihre Tische bauen. Wer will denn schon alles selber bauen zu Hause? Aber wichtig ist, dass vor allem auch im Beruf, also die professionellen Leute untereinander, dass die zusammentauschen können. Es stimmt nicht, also wir kopieren ja sowieso voneinander. Jetzt tun wir so, als würden wir das nicht machen. Aber wir tun es ja. Warum machen wir das nicht offen? Warum können wir nicht dann auch Credit geben? Warum können wir nicht sagen, der hat mich inspiriert? Wenn ich ein Buch lese, wenn ich ein wissenschaftliches Buch lese, dann steht hinten auch die Quellenangabe drin. Warum wird das im Design nicht gemacht? Es ist viel spannender, glaube ich, wenn wir auch zitieren, wer was gemacht hat. Und um nochmal zusammenzufassen, also ich möchte Designerinnen und Designer aufmerksam machen, dass es eben, dass die Anpassung des Urheberrechts wichtig ist für sie, auch wenn sie Geld verdienen wollen in Zukunft. Dass Öffnung und Partizipation, dass wir wahrscheinlich nicht ohne sie auskommen können, weil wir dann eben den Kontext sonst gar nicht mitbedenken könnten. Momentan haben wir sehr viele Probleme auf diesem Planeten, wir wissen es alle. Und ein Mensch kann das alles nicht durchdenken. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen Produkte gemeinschaftlich entwickeln. Was da wichtig wird, ist eben, dass wir dann nicht die Idee verkaufen, sondern die Dienstleistung. Denn die Idee ist etwas Gemeinschaftliches und kommt nicht nur aus einer Person. Und das, und da schließt sich der Kreis zu meinem Anfang, das ermöglicht dann auch, dass wir die Distribution nicht zwanghaft als Massenproduktion verstehen müssen. Und dann kann ich auch solche Sachen machen und bin dann doch wieder zufrieden. Und dann kann ich einen Sojasoßenspender für Leute machen, die genau diesen Sojasoßenspender haben möchten. Dann kann ich das zum Beispiel in einer Manufaktur machen. Sollte es aber doch ganz viel Andrang geben, kann ich sie auch massenfertigen. Aber ich muss es nicht machen. Genau, und solltet ihr Designerinnen und Designer sein oder Leute kennen, die sich dafür interessieren, im Dezember werde ich diese Publikation rausgeben. Und ich würde es sehr gerne teilen mit euch. Dankeschön.